Willkommen bei den Let's Play Buddies. Ich bin Pharael und heute zeige ich euch, wie ihr eure erste Base bei 7 Days to Die baut, wenn ihr auf Incense spielt. Natürlich klappt das auch alles für die darunterliegenden Schwierigkeitsgrade. So kann man einfach mal zeigen, wie es am besten geht. Erstmal zur Hütte. Ist eine 6x6 Blockhütte. Oha, es gewittert schon. Ich habe sie 4 Blöcke hochgebaut, mit Holz verstärkt, soweit es ging. Drumherum habe ich einen Graben ausgehoben, 3 Blöcke tief. Wie ihr seht, im Graben sind Woodspikes Fallen drin. Warum 3 Blöcke tief? Damit sich die Zombies stapeln können, wenn sie drin sterben oder ihr sie da drin erschießt. Außen die Fallen sind nur dafür da, um die noch ein bisschen aufzuhalten. Fackeln sorgen gleich fürs Licht, damit wir auch ein bisschen was sehen, wenn alles dunkel ist. Dann gehen wir mal nach oben. Ich rate euch, baut nicht eine Konstruktion, wie ihr sie vielleicht in unserer Dreier-Session gesehen habt. Das funktioniert nicht so wirklich. Die Zombies springen da hoch und das ist dann halt scheiße. Was so hochbauen. Alle Blöcke mitnehmen wie geht. Ah, die da unten will er nicht. Ah, egal. Hier haben wir noch ein paar Woodbars. Sind sehr schön. Kann man drauf laufen. Zombies können nicht sofort hochspringen bzw. hochklettern. Können sie zwar kaputt schlagen, aber so weit soll es ja nicht kommen. Und sehr schön ist, man kann ihn durchschießen. Da ist seid ihr auch nochmal dann ein bisschen geschützt. So. Hier eine Hedge als Eingang. Hier drin schön spartanisch. Fackel, Schlafsack, Feuerstelle. Mehr habt ihr ja auch am Anfang nicht. Wenn ihr der Meinung seid, ihr schafft das so schnell nicht, könnt ihr die Hütte auch ruhig kleiner bauen. Ich bin ein Farmtier, für mich ist das kein Problem. Und so kann ich dann die Base auch direkt nochmal für die zweite Horde nutzen. Ah, ist aber ganz schön laut, der Donner. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei der Horde wieder. Diese wird im Zeitraffer durchlaufen, damit es nicht so lange dauern wird. Bis gleich.
So, die erste Horde hätten wir also geschafft. Kommen wir nun zum Fazit. Schauen wir uns erstmal unsere Hütte innen drin an. Da haben sie ein bisschen gegen geklopft. Das waren gerade die Spider-Zombies, wie ihr gesehen habt. Wichtig bei denen, habt ihr eine Schusswaffe, setzt sie ein. Weil ihr konntet ja sehen, die sind ohne Mühe über die Fallen gehüpft und waren direkt an unserer Base zugange. Wenn wir dann so mal schauen, fast alle Fallen sind weg. Aber wir haben die Nacht überlebt. Und das ist die Hauptsache. Das bisschen Fallen nachbauen ist ja jetzt auch nicht so wild. So, dann würde ich sagen, Mission geschafft. Erste Horde überlebt. Und demnächst kommt dann die zweite Horde, wo wir dann unsere kleine, feine Base hier ein bisschen weiter verstärken werden. Bis dann. Tschüss.